In activity 4, we'll give you a whole sentence, which you'll have to put into the perfect tense. This is to practice the difference between the regular past participles in the directional to put verbs versus the irregular past participles of the locational to be situated in verbs. For example, you'll hear, Ich stelle die Lampe auf den Tisch. You respond, Ich habe die Lampe auf den Tisch gestellt. Or you might hear, Der Bleistift liegt auf dem Computer. You respond, Der Bleistift hat auf dem Computer gelegen. Note that even though we're talking about verbs that move something, they're not the same as verbs that indicate a change of place or state, that take the auxiliary to be in the perfect tense. Ich bin in die Stadt gefahren. This is because if you place a lamp somewhere, you move the lamp, not yourself. The past perfect of stellen, liegen, setzen, hängen, and stecken is therefore formed with the auxiliary haben. You can print out the table in the pod basket as a reference, but have a go first. Let's start. Ich stelle die Lampe auf den Tisch. Ich habe die Lampe auf den Tisch gestellt. Der Bleistift liegt auf dem Computer. Der Bleistift hat auf dem Computer gelegen. Ich lege die Hose aufs Bett. Ich habe die Hose aufs Bett gelegt. Der Mantel hängt am Haken. Der Mantel hat am Haken gehangen. Er hängt das Bild an die Wand. Er hat das Bild an die Wand gehängt. Sie setzt das Kind auf den Boden. Sie hat das Kind auf den Boden gesetzt. Der Schlüssel steckt im Auto. Der Schlüssel hat im Auto gesteckt. Sie hängen ihre Hosen in den Schrank. Sie haben ihre Hosen in den Schrank gehängt. Die Kassetten liegen auf dem Bett. Die Kassetten haben auf dem Bett gelegen.